Die Handmühle eines Bauern im 19. Jahrhundert, ein Ausstellungsstück im Museum in Saga. Für viele Besucher hier völlig neu, frisch gemahlenes Mehl war vor 150 Jahren oft nur 4 Wochen lang haltbar. Danach musste erneut gemahlen werden. Das ist auch etwas, was nicht so bekannt ist, denn Mindestverfallsdatum gibt es ja noch nicht so lange. Und das sind eben Sachen, die man in den historischen Forschungen, die wir anstellen, dann irgendwo aus alten Büchern rauslesen können. In den vergangenen 20 Jahren entstand in Saga ein ganzer Museumskomplex, meist erdacht und umgesetzt von einem ehrenamtlichen Förderverein. Dessen Mitglieder haben ein klares Ziel mit ihrer Museumsarbeit. Es geht nicht darum, altes Zeug auszustellen, sondern mit dem alten Zeug, was wir ausstellen, wollen wir die Geschichte rübergeben. Und zwar, wie die Menschen hier gelebt haben, wie sie gearbeitet haben, ihre Arbeitsbedingungen, Lebensbedingungen, so wie das alles hier mal gewesen ist, wie unsere Vorfahren unseren Wohlstand vorbereitet haben. Das Besondere in Saga, das Museum beherbergt auch den größten Bestand an historischer Industrie- und Haushaltskeramik aus der Lausitz. Besucher finden das Ausstellungskonzept gelungen. Dass das Alte so schön erhalten ist. Also es ist ganz grandios. Ich finde es toll, den Mühlentag. Diese Dampfmaschine arbeitete bis vor knapp 50 Jahren noch in Weißwasser. Nun rattert die Maschine hier, aber ohne heiße Dampfschwaden. Oh, wir haben hier eine Besonderheit. Wir haben elektrischen Dampf. Und das sieht man ja, wie gut wir die Maschine damit bewegen können. Jährlich besuchen etwa 4000 Gäste das kleine Mühlenmuseum Saga bei Bad Muskau an der deutsch-polnischen Grenze.